Dietmar Bell klebte heute in Wuppertal-Elberfeld auf der B7 einen der über 55 Wesselmänner. Ja, also das ist ja jetzt hier der Höhepunkt. Wir stellen die Wesselmänner auf, das ist total super. Ich bin vorhin durch die Stadt gefahren, bin vom Eindruck schon wirklich super beeindruckt. Das ist echt klasse. Und ich freue mich jetzt gleich, wenn wir das hier auch hängen haben. Das wird richtig toll. Vorab bereitete der Plakatierer diesen Aufsteller, den sogenannten Wesselmann, vor den Augen der anwesenden Presse vor, damit das Plakat später auch gut halten kann. Endlich mal ein Stück blauer Himmel. Übrigens waren die vorbeifahrenden Autos schon ein wenig irritiert, dass Gerhard Schröder durch den Rest blickt. Vielleicht erzählt der ein oder andere heute Abend am Stammtisch, dass Schröder jetzt für Wuppertal kandidiert. Wir wissen natürlich, dass er das nicht tut, sondern Dietmar Bell für den Posten des Oberbürgermeisters. Und während Dietmar nun selbst zum Besen griff, um das letzte Stück zu kleben, applaudierten die anwesenden Gäste und die Fotografen machten ihre Bilder. Einmal noch ein bisschen, geht das Bär ein bisschen weiter zum so da, ja, von da und dann so, ja, genau, nochmal. Soll ich nicht ein? Wir haben noch 25 Stück, das machen wir hoch. Insgesamt zieren bei dieser Kampagne über 60 Dreieckständer und 55 Wesselmänner das Tal. Vielleicht kommt euch ja das ein oder andere Gesicht bekannt vor, wie uns in Ronsdorf Carsten Zanderner, der zum Beispiel unsere Homepage www.wirsindbell.de gemacht hat.